So, liebe Leute, weiter geht's mit Let's Play Zelda The Minish Cap. Ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen links und rechts gelesen. Also ich habe mir eine Komplettlösung im Internet angesehen und recht schnell gemerkt, dass wir hier doch irgendwie noch lange nicht am Ziel sind. Offenbar haben wir hier noch einen Großteil vor mir und dort, wo wir eben waren, da waren wir auch eigentlich schon richtig, aber offensichtlich habe ich was übersehen. Das kommt davon, wenn man mittendrin aufhört. Ich habe dann aber auch aufgehört weiterzulesen, weil ich mir selber ja die Spannung am Spiel nicht nehmen möchte. Aber es ist wohl so, dass wir auf jeden Fall noch ein wenig zu tun haben hier. So, das erklärt nämlich auch... Ah, komm, geh doch mal weg, ey. Warum auf der Karte so viele unentdeckte Gebiete noch zu sehen sind. Denn wir waren einfach noch nicht überall. Ne, wenn man hier mal so guckt. Da oben waren wir irgendwie noch nicht. Und hier gibt es auch noch irgendwie Bereiche, wo wir noch nicht waren. Naja. Aua. So, erstmal gucken, wie man da hinkommt. So, ich meine, wir müssen auf jeden Fall hier anfangen, weil diese Tür, die haben wir relativ spät öffnen können. So, und hier oben geht es dann auch irgendwo möglicherweise weiter. So, haben wir euch beide? Ja. Darunter wollen wir nicht. So, hier wollen wir irgendwo weiter. Und zwar hier oben. Vielleicht. So, check Mama. Nee, das ist alles dicht hier. Da gehört, ne? So, da kommen wir nämlich in den Nachbarraum. So. Das hätte man nämlich vorher sehen können, wenn man hier hingegangen wäre. Ah, sind wir nicht. Okay. So, auf ein neues. Alter Verwalter. Hab ich mich erschreckt. Komm, mach was. Kompass erhalten. Das Ganze aber nicht nur wegen dem Kompass. Oh, der Stuhl wackelt. Ah. So, so. Hm, was nehmen wir denn da mal? Laterne. Immer wenn es runtergeht, erstmal Laterne. Aha. Okay. Da gibt es eine Mumie. Das ist nicht so schön. Ich würde hier gern weg, danke. Da gibt es nochmal zwei Mumien. Ah, scheiße. Alter, die machen so viel Schaden, ne? Komm, geh sterben. Hui, das war knapp. Okay, jetzt sind wir wieder hier drüben. Was heißt wieder? Also jetzt sind wir drüben. Ah, eine Fee oder irgend sowas in der Art wäre mir eigentlich lieber gewesen. Aber es ist okay. Uah, scheiße. Ernsthaft? Ich frage mich gerade, ob ich nach da rechts möchte. Warum kann ich denn nach da rechts? Hm. Warum sollte man da hingehen wollen?
eine Wand einzuhauen, vielleicht. Egal, lassen wir es einfach erstmal. Ah, komm, geh kaputt und lass ein Herz fallen oder irgendwas Sinnvolles. Das ist nicht sinnvoll. Hm, na gut. Ah, okay. Wie macht man das hier? Ah, so nicht. Ach, komm schon. Zeit ist Geld. Das war knapp. Und das war doof. Also, erstmal schnell nach hier unten. Boah, das ist aber frickelig, ey. Okay, das haben wir schon mal irgendwie. Glücksfragmente. Alter, ich brauche Herzen und Feen, Mann. Hier geht's noch weiter nach unten, aber... Nee, okay, hier kommt man noch nicht weg. Uiuiui, Tiffy. Komm schon, einmal darüber und nach unten. Muss ich da einmal außen rum? Ja, wahrscheinlich. So, hier können wir wieder in so einen Turm reingehen. Aber ich guck erstmal, was es hier nebenan gibt. Einen dicken Mob. Komm mal her. Ah, guck mal da drüben. Hm. Geht das so? Ja, das geht so. Alter! Du hast doch gelitten, ey. Komm her. Gibt's doch nicht. So ein uninteressanter... Kram. Na gut, dann werden wir mal in diesen Turm reingucken. Na, da kann ich nicht rüberschießen. Die aber auch nicht. Okay. Ah, hier gibt es immer nur Pfeile. So ein Feenteich wäre echt super. Ja, mal lieber, bevor ich da durch die Tür gehe. Uha. Okay. Aua. Alter, das gibt's doch nicht.
Okay, das macht auch noch selber einen Schaden. Die sind ja übel hier, ey. Boah, ich bin fast tot, ne? Ich weiß nicht, wie man gegen die vorgehen muss. Aber das merkt ihr sicherlich auch. Das macht so wenig Schaden. Boah, krass, ey. Komm, geh kaputt, ey. Alter, wenigstens einer. Boah. Okay, der Teleporter ist schon mal da. Uiuiuiui, Tiffy. Okay, hier gibt's schon mal nix. Das gucken wir uns später an. Die Tür unten ist zu. Alter Verwalter. Ach so, und hier sind wir wieder da. Ich verstehe. Und jetzt tüdelt hier die ganze Zeit dieses komische Geräusch rum. Und uns fehlt der Schlüssel, richtig? Richtig. Ah, okay. Und dann wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Da könnte ich möglicherweise nach oben springen. Warum kann ich denn da keine Bombe drauflegen? Warum liegt hier Stroh? Fragen über Fragen. Okay, das geht also nicht. Dann versuchen wir es halt damit. Das bringt mir jetzt genau was? Wie war das nochmal hier mit den Bombenpfeilen? Nee, kriege ich nicht hin. Also erstmal nehme ich mir die Fee, können wir später neue holen, einfach weil mir das hier auf den Senkel geht, so. Und dann, vielleicht geht das einfach mit den Fernzünderbomben nicht. Ach doch. Nee. Nee. Ich kann die nicht so schnell zünden. Nee, das geht nicht. Mist! Mist, verdammter! Das ist ja schon fast ein Bug vom Spiel, oder übersehe ich hier schon wieder irgendwas? Ich übersehe was. Man kann die einfach in die Wand reinwerfen. Okay. Glück gehabt. Waffe in der Hand wäre auch nicht schlecht. Link. Gibt es hier endlich mal was Sinnvolles? Ah, ein paar Pfeile. Okay, rechts rum. Ha ha ha!
Gucken wir mal auf die Karte. Oben lang gibt es eine Truhe, also gehen wir mal oben lang. Ach du Scheiße, boah, bin ich erschreckt, ey. Alter Verwalter. Aber der ist ja eigentlich mit den Bomben okay. Boah, der kommt aber schnell wieder zu sich, ey. Aua. Alter, wie viel Schaden der macht, ist ja abartig, ey. War ein bisschen glücklich. Gehört auch dazu. Na, ich bin ein bisschen zu langsam. Das Problem ist, dass der so weit wegfliegt durch die Bomben, dass ich sie nicht treffe. Ich warte mal auf seine Spezialattacke, wir haben ja Zeit. Oder auf sowas irgendwie. Genau. Komm, mach mal irgendwas. Sowas nicht, sowas ist doof. Unglaubliche Szenen spielen sich ja ab, liebe Freunde. Ja, speichern. Sind wir doch tatsächlich hier krepiert in dem verdammten Schloss. Okay, aber... Jetzt frage ich mich, wo der Teleporter aufgetaucht ist. Also hier gibt es schon mal Feen. Und anderen Klimbim. Da machen wir uns jetzt erstmal wieder voll. Du hast eine Fee gefangen. Okay, so. Plan B. Wo sind die Teleporter? Ich würde ja mal annehmen, am Eingang von diesem Schloss hier. Achso, Moment mal. Wir nehmen mal noch hier ein bisschen mehr mit, weil ich habe ja doch eben ein bisschen verbraten. Die Teleporter. Oh Gott, ist das ein lästiger Level. Gibt's hier Teleporter? Heilige Stätte. Keine Teleporter. Vielleicht ein bisschen weiter oben, aber ich glaube eher nicht. Wäre ich da fast wieder reingelaufen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh einfach nur weg. Also, wir haben einen roten, hoch, einen roten Teleporter gefunden. Da unten geht's auch nicht weiter. Sobald ich den gefunden habe, mache ich erstmal ein Safe State. Nee, hier auch nicht. Der muss irgendwo ganz am Anfang von diesem Schloss sein. Ein bisschen komisch finde ich. Ah, da ist er ja. Okay, so. File. Save. Oldest Slot. Ich finde es komisch, dass man den blauen Teleporter, den roten Teleporter vor dem blauen findet. Weil üblicherweise war es immer so, dass man erst den blauen findet. Vielleicht haben wir den aber auch einfach übersehen. Man weiß es nicht so genau. Ah, jetzt muss ich den ganzen Mist hier nochmal machen. Ey, lass bitte die Tür offen sein. Okay, wenigstens das. So, und in weiser Voraussicht nehme ich jetzt schon mal das Schild. Den Schild.
bringt einem das hier? Okay, man kommt hier nach oben, aber... Hä? Hier geht man einmal im Kreis, oder was? Das ist irgendwie ein ganz komisches Labyrinth hier. Überall gehen die Türen zu. Aber irgendwann kommen diese Ritter. Dann wahrscheinlich hier nach oben gehen, wa? Okay, das war der eine. Der hat mich eben umgebracht, richtig? Richtig. Jetzt irgendwie völlig schleierhaft, wie man gegen den vorgehen muss. Der ist so schnell. Und das mit der Bombe, also ich versuche das jetzt nochmal, wenn er... Ja, wenn er das macht, dann ist theoretisch unsere Zeit gekommen. Aber das ist ja so ein kurzer Augenblick, den man da hat. Okay. Komm schon. Oh, einmal Schild runtergenommen. Okay, dreimal getroffen. Viermal. Der hält ganz schön was aus, der Junge. Ah, fünfmal. Ich versuche jetzt mal was. Okay, das bringt gar nichts. Außer dass er mich halb tot haut mit der Nummer. Alter Verwalter. Der ist schwieriger als so mancher Boss. Okay, da ist der blaue Teleporter. Und da haben wir einen roten Ritter. Und zwei andere. Und nochmal zwei. Schön. Und noch einen roten. Safen. Ich weiß, es ist total lame, aber ich will das nicht alles nochmal machen müssen. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist mir dann doch irgendwie zu krass. Okay. Hier brauchen wir offensichtlich vier Schlüssel. Oder müssen uns einfach teilen und dann draufhauen. Ich bin für teilen und draufhauen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Nee, das geht gar nicht. Ah, scheiße. Okay. Folgender Plan. Ich gehe so lange hin und her, bis ich volle Herzen habe. Okay, da gibt es nur Münzen, das heißt, es gibt immer auf der linken Seite, in den ersten beiden Krügen gibt es ja immer zwei Herzen. Die werden wir uns hier unter den Nagel reißen. So, einmal noch. Auch wenn es langweilig ist, ist egal. Halbe Stunde haben wir schon. So, das mache ich jetzt aber schnell noch. Also, halbe Stunde, 20 Minuten, wir nähern uns der halben Stunde. Deswegen sage ich an dieser Stelle, liebe Leute, ich mache jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut. Tut mir leid, aber nächstes Mal geht es dann hier spannend weiter mit den komischen vier Rittern, die wir eben gesehen haben. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was wir mit denen machen müssen und ob wir die besiegen. Bis dann.